Was passiert eigentlich, wenn so ein Elektroauto vom Blitz getroffen wird? Ist das kritisch? Ist das gefährlich? Nein, natürlich ist das nicht gefährlich. Denn das Auto verhält sich ganz normal wie ein normales Auto auch. Wir haben hier einen faradäischen Käfig, ist ja eine ganz normale Karosserie aus Metall. Das passt alles. Und selbst wenn das Auto beim Laden vom Blitz getroffen wird, was ja auch manche denken, dass das gefährlich sein könnte, ja, kann vielleicht gefährlich sein, aber dafür gibt es ja auch Sicherungen. Und im schlimmsten Fall, was eigentlich nicht eintreffen kann, aber im allerschlimmsten Fall beim Laden, wenn das Auto getroffen wird, da wird eine Sicherung ausgelöst und dann ist das ganze Ding aus und die Sicherung muss man dann halt tauschen. Das ist das Allerschlimmste, was überhaupt passieren kann. Mehr kann eigentlich nicht passieren.